Kaiser Karl IV., eine große europäische Herrschergestalt mit problematischen Aspekten. Zweiter Teil, Krisenerscheinungen zur Zeit Karls IV. Und seine Rolle bei den in dieser Zeit stattfindenden Judenverfolgungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der erste Teil dieses Vortrags endete mit dem Tod Kaiser Ludwigs des Bayern und mit der Krönung Karls IV. In Aachen am 25. Juli 1349. Diese Krönung verlief allerdings mit einer Verzögerung, die ein Schlaglicht auf seine frühen Jahre als Herrscher über das Reich wirft und gleichzeitig mit der Problematik verbunden ist, die ich im Titel meines Vortrags bewusst zum Ausdruck gebracht habe, eben mit den problematischen Aspekten seiner Herrschaft. Vor seiner Krönung musste Karl nämlich einige Tage vor der Stadt warten. Aachen war voller Wallfahrer und sogenannter Geißler. Diese Geißler waren wegen der seit dem Jahr 1348 in Mitteleuropa aufgetretenen Pest zu einer Wallfahrt nach Aachen gekommen. Schwarzer Tod wird die große europäische Pandemie von 1349 bis 1353 bezeichnet, die in Europa nur eine der zahlreichen Krisenerscheinungen des späten Mittelalters war. Sie breitete sich rasant aus und forderte Schätzungen zur Folge bis zu 25 Millionen Todesopfer, ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung. Die folgende Karte zeigt Ihnen die Ausbreitung dieser Epidemie in Europa. Die Menschen des späten Mittelalters suchten für die Heimsuchung dieser Epidemie eine Erklärung und fanden sie in unterschiedlichsten Begründungen. Viele Menschen sahen die sich ausbreitende Pest als Strafe Gottes und glaubten, wenn sie sich mit Gott aussöhnten, dass Gott die schlimme Strafe von ihnen abwenden würde. Aus diesem Grund verbreiteten sich im Spätmittelalter die Geißlerzüge. Die Menschen schlossen sich zusammen und wollten Gott gemeinsam wieder versöhnen. Die Geißler haben sich selbst ausgepeitscht, in dem Glauben, dass sie damit Buße tun. Solche Geißelungen dauerten dann 33,5 Tage. Eine Anspielung auf das Alter Christi von 33,5 Jahren. Geißler gab es in Italien und in Süddeutschland schon im 13. Jahrhundert. Also in der Zeit vor der großen Pestepidemie. In der Zeit von 1348 und 1349 zogen dann Hunderte von Menschen sich geißelnd durch die Städte. Sie predigten, sangen fromme Lieder und geißelten sich. Das Schlimme daran war, dass sie wahrscheinlich durch diese Züge die Pest auch noch weiter verbreitet haben. Sehen wir ein Bild dieser Geißler. Die Geißler versuchten die Ursache also eigentlich in ihrer eigenen Schuld zu suchen. Eine andere Erklärung, die ebenfalls viele Anhänger fand, war die Schuld bei anderen zu suchen. Und diese Suche traf in erster Linie die Außenseiter in der Gesellschaft, die Juden. Diese wurden nun vielerorts bezichtigt, die Brunnen vergiftet zu haben und so die Pest hervorgerufen zu haben, um damit die ganze Christenheit auszurotten. Dieses antijudaistische Motiv einer heimlichen Verabredung einflussreicher Juden gegen alle Christen gilt als eine historische Wurzel der Verschwörungstheorie vom Weltjudentum, der sogenannten jüdischen Weltverschwörung. Zur Zeit Karls IV. Gab es über 1000 jüdische Gemeinden in Deutschland. Die größten existierten in Mainz, Worms und Speyer. Sie konnten hierzulande auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Schon im Gefolge der Römer waren Juden ins damalige Germanien gekommen. Sie siedelten an den großen Flüssen und Handelsrouten.
und Juden wohnten gewöhnlich sogar in der Stadtmitte rund um ihre Synagoge. Aber die Existenz der jüdischen Gemeinden war immer gefährdet. Diskriminierende Gesetze verwehrten den Juden den Zugang zu den meisten Handwerken. So blieb ihnen nur der Handel und das Geschäft des Geldverleihens. Das machte sie zu einem notwendigen Glied der mittelalterlichen Gesellschaft und gleichzeitig oft verhasst. Denn die Zinsen waren wegen der unkalkulierbaren Risiken sehr hoch. Pogrome, also gewaltsame Judenverfolgungen, waren eine Begleiterscheinung der gesamten mittelalterlichen Geschichte. Um die Juden vor immer wiederkehrenden Übergriffen zu schützen, schuf Kaiser Friedrich II. 1236 ein neues Gesetz. Demnach standen die Juden im Heiligen Römischen Reich fortan unter der persönlichen Protektion der Herrscher und erhielten den offiziellen Titel kaiserliche Kammerknechte. Das hieß, sie gingen praktisch in den Haushalt und persönlichen Besitz des Monarchen über. Damit genossen sie aber auch dessen Schutz. Denn niemand konnte sich ungestraft am Eigentum des Königs vergreifen. Diesen Schutz ließen sich die Mächtigen teuer bezahlen, in Form einer Judensteuer, einer der wichtigsten direkten Einnahmequellen der Könige. Auch Karl IV. Profitierte von den Juden und hatte sie als Siedler und willkommene Steuerzahler nach Prag eingeladen. Aber schon seine Vorgänger hatten häufig das sogenannte Judenregal im Reich, also das Recht, von den Juden Steuern zu erheben, an die Städte verpfändet. Diese Verpfändung bedeutete, dass der König gegen die Zahlung einer vereinbarten Summe von Geld das Recht hatte, von den Juden Steuern zu erheben und dieses Recht nun an die Stadt abtrat. Nach Ablauf einer Frist fiel das Recht wieder an den König zurück. Eine beliebte Methode der mittelalterlichen Herrscher, kurzfristige Liquiditätsprobleme zu lösen. Zwar wurde in den Verträgen vereinbart, dass die Stadtoberen für das Recht, die Judensteuer einzustreichen, auch die Sicherheit der jüdischen Gemeinde zu garantieren hatten. Aber die Praxis sah meistens ganz anders aus. Denn ohne den königlichen Schutz waren die Juden wieder rechtlos. Karl IV. Verpfändete etwa die jüdische Gemeinde Straßburgs an den dortigen Magistrat und setzte damit eine unheilvolle Entwicklung fort. Das Gerücht von den Brunnenvergiftern breitete sich schneller als die Pest selbst aus. In Basel, Straßburg und Freiburg loderten bald die Scheiterhaufen, auf denen Menschen bei lebendigem Leib verbrannten. Anstifter des organisierten Massenmords waren oft die Kaufleute und mächtigen Zünfte, die mit den Juden auch ihre Schuldscheine verbrannten. Weder der König noch die städtischen Behörden schritten ein. Auf dem folgenden Bild sehen Sie eine Darstellung des Judenpogroms von Würzburg im Jahr 1349. Vergeblich mahnte der Papst aus Avignon zur Vernunft. In einem Rundschreiben an die Christen Europas verurteilte er die Verbrechen und demontierte die Anschuldigungen. Die Juden könnten keine Schuld an der Pest tragen, da sie ihr selbst zum Opfer fielen. Außerdem wütete die Pest auch an Orten, an denen gar keine Juden lebten. Eigentlich überzeugende Argumente, aber niemand wollte sie hören. Auch die Nürnberger Judengemeinde wurde 1349 Zielscheibe zunehmender Anfeindungen. An der Stelle des heutigen Marktplatzes und der Frauenkirche befand sich einst das jüdische Viertel samt Synagoge. Der enorme wirtschaftliche Aufschwung der Stadt hatte zu einem erheblichen Anwachsen der Bevölkerung und des Stadtgebietes geführt. Daher beschloss der Magistrat, den Marktplatz Nürnbergs zu erweitern. Für dieses ehrgeizige städtisch-planerische Projekt mussten aber einige Häuser von Juden
und auch die Synagoge abgerissen werden. Die Genehmigung dazu konnte nur der König als ihr persönlicher Schutzherr erteilen. Der städtische Gesandte, der Patrizier Ulrich Stromer, wurde in dieser Angelegenheit bei Karl in Prag vorstellig. Die Vorgänge von damals sind gut dokumentiert. Im Nürnberger Stadtarchiv hat sich der Vertrag erhalten, den Karl IV. Mit dem Nürnberger Magistrat schloss. Er erlaubte den Nürnbergern, die Häuser abzureißen. Dafür verpflichtete sich die Stadt, an der Stelle der Synagoge eine Kirche zu Ehren Marias zu errichten. Das Perfide an dem Vertrag: mit keinem Wort wurde erwähnt, was mit den Bewohnern der Häuser geschehen sollte. Implizit ging die Vereinbarung davon aus, dass die Juden, wenn die Abrissarbeiten begannen, nicht mehr am Leben wären. Das Dokument datiert auf den 16. November 1349. Fragen wir an dieser Stelle, wie die Judenpolitik des Königs bis zur großen Pogromwelle ausgesehen hat. Die Verfolgung der Judengemeinde Nürnbergs wurde in der bisherigen Forschung zumeist nur aus der direkten Perspektive des Jahres 1349 gesehen. Dabei wurde aber oft übersehen, dass Karl die Nürnberger Juden bereits 1347 an die Burggrafen von Nürnberg, die Hohenzollern, verpfändet hat. Der Weg zur Auslöschung der Nürnberger Judengemeinde war also keine schnelle, kurze Aktion, sondern ihr ging ein über zweijähriger Prozess an Vorentscheidungen voraus. Ich will diesen Weg detailliert verfolgen, erst zum Teil mit der Situation in anderen Städten vergleichbar. Aber es gibt auch Fälle, in denen alles anders lief. Zunächst ist zu sagen, dass die Welle der Judenpogrome der Jahre 1348-49 nicht die erste Verfolgungswelle der mittelalterlichen Geschichte war und dass gewaltsame bis tödliche Übergriffe gegen Juden im Mittelalter kein genuin deutsches Phänomen sind. Als erstes Judenpogrom in Europa gilt das von den Muslimen in Granada verübte Massaker von Granada im Jahr 1066. Die ersten großen Judenverfolgungen in Mitteleuropa fanden zur Zeit des ersten Kreuzzugs 1096 bis 1099 statt. In Deutschland, besonders im Rheinland, in Speyer, Worms und Mainz. Kaiser Heinrich IV. Zog die Täter später zur Rechenschaft. 1289 kam es von Franken ausgehend im deutschsprachigen Raum zu überregionalen Judenpogromen unter Führung des angeblichen fränkischen Adeligen Rindfleisch. Allein in Nürnberg kamen dabei mehr als 700 Juden um. Die Judenverfolgungen, die von der Ausbreitung der Pest 1348-49 ausgelöst wurden, begannen im östlichen Frankreich, wanderten dann in die Schweiz und anschließend ins Elsass, und sich von dort aus im ganzen Süden des Reiches auszubreiten. Ausnahmen blieben dabei Karls eigenes Königreich Böhmen, das habsburgische Österreich und die von den Wittelsbachern beherrschte Kurpfalz, wo die jeweiligen Landesherren die Juden zu schützen wussten. Als Landesherr in seinen eigenen Stammlanden, der Grafschaft Luxemburg und in Böhmen, stellte sich Karl, wie Ferdinand Seibt feststellt, mit größter Entschlossenheit gegen die Judenverfolgungen. Auch in Spanien und Polen verhinderten die Herrscher in dieser Zeit Judenpogrome. In Nürnberg beginnt der traurige Weg im Oktober 1347, als Karl IV. Der Nürnberger Judengemeinde befiehlt, den Burggrafen von Nürnberg, Johann und Albrecht, jährlich 1000 Pfund Heller zu zahlen, die sie dem Reich als Steuer schuldig sind, so lange bis er oder seine Nachkommen dieses Pfand wieder einlösen. Ebenfalls beginnend im Oktober 1347 werden die Juden zahlreicher anderer Reichsstädte verpfändet, zumeist an Landesherren und Fürsten. In Augsburg und Colmar, in Toul in Lothringen, in Friedberg in Hessen, genauso wie in Gelnhausen, Rothenburg, Straßburg,
Nördlingen, in Ulm, in Speyer, in Brünn und in Breslau, in Neumarkt in Schlesien, in Rothenburg ob der Tauber und in Frankfurt. Auch die Juden der Nürnberg benachbarten Stadt Reichsstadt Windsheim wurden den Burggrafen Johann und Albrecht von Nürnberg verpfändet. Gleichzeitig entledigt die Burggrafen und deren Erben von aller Schuld, Hauptgut und Gesuchs, so sagt es die Urkunde, die sie allen seinen Juden in seinen und des Reichs Städten oder wo sie gesessen sind, schuldig sind. Das bedeutet ein Schuldenerlass von Schulden, die die Markgrafen nicht bei ihm, Karl, sondern bei seinen Kammerknechten, also den Juden, hatten. Woher das Pfandgeld, welches die Fürsten für diese verpfändeten Juden an den Kaiser zahlten, kam, wird in den Urkunden nicht gesagt. Der Verdacht, dass es sich dabei aber um Kredite von eben diesen Juden handelte, drängt sich geradezu auf. Bleiben wir noch beim Beispiel Nürnberg und verfolgen wir die Schritte Karls des Vierten Urkunde für Urkunde. Wenige Tage nach ihrer Verpfändung 1347 verordnet Karl zur Schonung des Reichswaldes bei Nürnberg während seiner Anwesenheit in dieser Stadt, dass die Juden hier in Nürnberg selbst den dortigen Ratsbürgern von ihrer gewöhnlichen Steuer jährlich 200 Pfund Heller reichen sollten, um dafür Brennholz für die Burg zu kaufen. Einen Monat später, am 30. November 1347, verleiht Karl den Nürnberger Juden die Gnade, dass ihr Besitz in der Stadt bei einem Wegzug in einen anderen Ort nicht Schaden leiden soll. Das ist nun eigentlich ein Schritt auf die Juden zu, der ihnen gewisse Rechtssicherheit beim Verlassen der Stadt zusichert. Diese Aussage steht aber in gänzlichem Widerspruch zu dem, was sich 2 Jahre später ereignen sollte. Bis zum 30. August 1348 stellt Karl 9 Monate lang keine Urkunde mit Bezug zur Nürnberger Judengemeinde aus. An diesem Tag jedoch verpfändet er die Nürnberger Juden erneut, und zwar an Bischof Friedrich von Bamberg, wobei die Rechte der Nürnberger Burggrafen an ihnen nicht beschnitten werden sollen. Am 1. Januar 1349 entledigte er dann die Grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen all ihrer Schulden bei den Juden von Nürnberg. Am 6. April 1349 wird dann schon deutlicher, dass das Schicksal der Nürnberger Juden in einem Pogrom münden wird. An diesem Tag übergibt Karl in einer in Speyer ausgestellten Urkunde dem fränkischen Adeligen Arnold von Seckendorf die Häuser der Juden in Nürnberg für den Fall, dass diese da selbst entleibt würden oder von dannen führen oder sonst dem Reiche heimfielen. Entleibt bedeutet getötet. Von dannen fahren bedeutet Flucht aus der Stadt. Am 28. Mai 1349 gibt Karl dann den Burggrafen Johann und Albrecht von Nürnberg um ihre Dienste willen alles Gut und Geld, welches die Bürger von Nürnberg von den Juden daselbst mit Unrecht empfangen und eingenommen haben. Am 23. Juni des Jahres bestimmt Karl die Vergabung von 7.000 Pfund Haller an den Bischof Friedrich von Bamberg mit einer vorläufigen Anweisung von 1.100 Pfund jährlich auf die Juden zu Nürnberg, wovon der Bischof Ulrich von Hanau, dem königlichen Landvogt in der Wetterau, jährlich 100 Pfund geben soll und nähere Bestimmungen über die Verteilung des Judengutes bei deren etwaigem Abgang, also bei Tod oder Flucht. Und diese Bestimmungen gehen zugunsten des Bischofs und der Burggrafen Johann und Albrecht von Nürnberg. 2 Tage später, am 25. Juni, beurkundet Karl, dass er den Burggrafen Johann und Albrecht zu Nürnberg und ihren Erben jährlich 1.100 Pfund Heller jährlicher Güld auf die Juden zu Nürnberg angewiesen habe, bis zu künftiger Ablösung
Von diesem Geld sollen die Burggrafen dem edlen Ulrich von Hanau alle Jahre 100 Pfund Heller geben. Würden die Juden von Nürnberg vertrieben, so sollen die Burggrafen gemeinschaftlich mit dem Bischof sich ihrer zurückgelassenen Habe unterziehen, also deren beweglichen Besitz bekommen. Auch diese zwei Urkunden zeigen, dass Karl sich voll bewusst ist, dass den Juden Nürnbergs ein Pogrom bevorsteht, was dann auch zwischen dem 5. und 7. Dezember 1349 geschieht. Dabei fällt die Nürnberger Bevölkerung über die Juden her und erschlägt und verbrennt sie, ohne dass der Rat dagegen einschreitet. Es werden 562 Personen ermordet, also etwa ein Drittel der 1500 Juden in Nürnberg, die damals einen Anteil von 10% der Bevölkerung hatten. Die Überlebenden wurden aus der Stadt vertrieben. Ihr Schutz vor Gewalt, Tod und Enteignung war also durch den kaiserlichen Schutzherrn nicht vorgesehen. An der Stelle des zerstörten Judenviertels entstand der Hauptmarkt und der Obstmarkt. Am Hauptmarkt wurde an der Stelle der zerstörten Synagoge 1355 von Karl IV. Die Frauenkirche zu Ehren der Gottesmutter Maria gestiftet. An die Synagoge erinnert heute ein Davidstern im Fußboden des Chorraums dieser Kirche. Auf dem folgenden Bild sehen Sie die Nürnberger Frauenkirche auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Wie können wir nun diese Politik Karls IV. Gegenüber den Juden in Nürnberg und an anderen Orten bewerten? Ferdinand Seibt, einer der besten Kenner dieser Herrscherpersönlichkeit und langjähriger Vorsitzender des Collegium Carolinum in München und nach wie vor der Autor der wichtigsten Biografie des Kaisers, schreibt dazu, ich zitiere: Als König aber hat Karl vor seinen Pflichten versagt. Das könnte man nun freilich aus der politischen Lage jener Monate erklären, in denen er seinen letzten Rivalen kaum überwunden hatte und die Treue der Reichsstädte zu ihm noch lange nicht so weit gefestigt war, dass er anders als durch fatale Nachsicht gegenüber den Exzessen seine Anerkennung behaupten zu können glaubte. Zu einer militärischen Demonstration war der tief verschuldete König wohl ganz außerstande. Ende des Zitats. Ferdinand Seibt spricht auch die zahlreichen Urkunden an, in denen Karl über das Gut seiner Juden zugunsten seiner Anhänger disponierte, noch ehe es durch deren Tod überhaupt herrenlos geworden war. Diese Urkunden waren bis auf wenige Ausnahmen vor der Verfolgungswelle entstanden, und zwar in Franken und Schwaben. Ferdinand Seibt darüber, ich zitiere nochmals, die Nachrichten von den Gräueln, die die Juden Gemeinden im Elsass über sich hatten ergehen lassen müssen, scheinen auch hier die Geldgier der Mächtigen geweckt zu haben, die dann skrupellos die gewaltsame Befreiung von den Schulden bei den Juden planten und deren Plan vom Schutzherrn der Juden, dem König, nicht gestoppt wurde. Ende des Zitats. Die Jahre 1347 bis 1348 werfen also ein sehr schlechtes Licht auf Karl IV. Und seine ersten Jahre der Behauptung der Königsmacht. Aber man darf Karl IV. Hier nicht alleine verantwortlich machen. Es ist insgesamt eine Schuld der meisten Mächtigen in der Mitte Europas an diesem gewaltsamen Furor festzustellen. Im Fall Nürnbergs ist dies in erster Linie die reiche und mächtige Schicht der Patrizier, die als Ratsherren die Geschicke der Reichsstadt leiteten, die als Unternehmer im europäischen Großhandel agierten und die im Nürnberger Umland in dieser Zeit Land aufkauften, Grundherrschaften und Dorfherrschaften etablierten und vor allem repräsentative Stadthäuser bauten. Dazu brauchten sie viel Geld und sie nahmen es sich bei den Juden. Des Weiteren
sind die Nürnberger Burggrafen aus der Familie der Hohenzollern zu nennen, die als königliche Amtsträger und Stellvertreter im Nürnberger Raum agierten. Und zum Dritten müssen wir auch den für Nürnberg zuständigen Bischof von Bamberg, Friedrich I. von Hohenlohe, nennen, der anders als sein Trierer Kollege Balduin und weitere Bischöfe die Judenverfolgungen in seiner Diözese und auch in seinem eigenen weltlichen Herrschaftsbereich, dem Hochstift Bamberg, die Judenverfolgungen zuließ. Genauso wie in Nürnberg entstand in Bamberg an der Stelle der 1349 zerstörten Synagoge eine Marienkapelle, in der heute die Aula der Universität Bamberg untergebracht. Sehen Sie hier ein Bild der heutigen Situation dieser Kapelle und daneben die Grabplatte des Bamberger Bischofs Friedrich I. von Hohenlohe. Die Reihe der gewaltsamen und tödlichen Pogrome in Franken ließe sich lange fortsetzen, aber nicht alle Fälle gleichen sich. So ist in Würzburg, wo 1349 kein Bischof vor Ort saß, weil zwei Kandidaten gegeneinander positioniert worden waren, klar das Verschulden der Bürgergemeinde zu erkennen. Auch hier entstand in der Folge des Pogroms vom 21. April 1349, bei dem Würzburger Juden ermordet, das Judenviertel zerstört und die Synagoge niedergebrannt wurde, auch eine Marienkapelle, die Sie auf dem folgenden Bild sehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies war nun der zweite Teil dieses Vortrags. Im nächsten Teil werden wir uns mit weiteren Schwerpunkten in Karls 29 langen noch bevorstehenden Jahren als Herrscher beschäftigen. Ich danke Ihnen bis dahin wieder für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie den dritten Teil auch noch anschalten würden. Danke sehr.